So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, wenn ihr diesen Ordner seht, dann ist mein nächstes Lieblingsmagazin zurzeit wieder da. Das waren ja die letzten Bauteile, die wir alle zusammengesetzt haben. Und jetzt ist es nun mal erschienen, die Nummer 17. Auch da werden wir jetzt erstmal reinschauen, was die Nummer 17 so alles mitbringt. Einmal das Tütchen. Und das eigentliche Magazin. Auch das kostet noch 11,99 €. Aber jetzt blättern wir erstmal drin herum. Merchandising brauchen wir nicht. Aber wer das ja schon verfolgt, es geht ja wirklich nur darum, in dieses Magazin, welche Bauteile wir jetzt als nächstes haben. Das sind die Bauteile. Der nächste Tunnel. Wieder viel mit Kleben. Passt schon mal wunderbar. Größte Teil alles nur kleben. Ah, dann kommen die beiden Teile zusammen. Das wäre dann die rechte Seite. Oh, habe ich mich vertan. Ich habe ja letztes Mal gesagt, das könnte die linke Seite sein. Und die Nummer 18 ist auch so eine große Plastikfolie oder sowas drin. Aber dazu kommen wir ja nächste Woche mehr. Machen wir das Tütchen mal auf. So, wie gesagt, das ist dann das Oberteil, was hierzu gehört, aber erstmal komplett zusammenkleben. Ein paar Schrauben wieder. Werbung brauchen wir nicht. Schade eigentlich, dass die Außenhaut hier nicht weitergeht, aber ich schaue gleich nochmal richtig nach. Jetzt baue ich es erstmal zusammen und wenn ein kleiner Tipp dabei gibt, werde ich mich wieder melden. Also, bis gleich. So, und da ist mein Bastelspaß schon wieder hin. Da gab es keine kleinen Tipps zu machen. Das Einzige, worauf ihr aufpassen musst, ist auf diese Ringe, dass die hier oben in die Löcher passen. Dann richtig fest zusammendrücken. Und wie ihr seht, diese Teile, wenn ihr sie abschneidet, richtig schön links und rechts abfallen, dass sie wunderbar hineinpassen. Der äußere Ring habe ich jetzt einfach nur erstmal hier drauf gesteckt. Der hält das erstmal zusammen. Und wenn ihr wollt, es passt wunderbar hier rein. Ist dann der erste Tunneldurchgang. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, im Prinzip. Jetzt hefte ich nur noch meine Nummer 17 in meinen Leitsordner. Freue mich auf jeden Fall auf die Nummer 18, was das hier für ein Folienteil ist. Und diesmal war nichts zum Schrauben. Schade eigentlich drum. Also. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen kleinen Einblick geben über mein Millennium Falke Bausatz, den ich zusammensetze. Könnt mir ja posten, wie viele da draußen sind, die auch Spaß daran haben. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.